Da geht's auch gleich weiter. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr noch wach? Oder seid ihr beim Zuschauen eingeschlafen? Na toll. Der ganz toller Plasma. Ich muss da irgendwie rüber. Hey Leute! Es kommen mehr Maschinen. Bitte sag mir, dass du bald fertig bist. Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was. Aloy, ich komme ja ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul bin noch wach, aber bist bald off. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität. Ich glaube, wir schaffen das, Aloy. Wird doch sowieso gegen das Vieh kämpfen müssen. Oh, ich bin zurückgelaufen, ich Vollidiot. So, Bärenvorrat voll, wunderbar. Muss ich nur gucken, von wo ich gekommen bin. In diese Richtung muss ich. Gut. Wollen wir mal weitermachen. Säurefall ist halt schon ultra praktisch, aber irgendwie fühle ich die Kämpfe nicht wie im ersten Teil. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kann ich die Schienen für mich nutzen, um über den Schild zu kommen. Jetzt machen wir nochmal ein bisschen Tomb Raider Flashbacks. Eieiei. So, Ruhe im Karton, hm? Das hilft. Eindringling erkannt. Aktiviere Gegenmaßnahme ZX in die Gar-9. Oh, nicht schon wieder. Das klingt nicht gut. Ich versuche den Zugriff wiederherzustellen.
schlimm, ne? Bin ja auch hier gerade im Endkampf. Das stimmt. Was machst du denn so die ganze Zeit? Und so, Knotenzugriff wieder hergestellt. Jetzt kannst du überbrücken. Gute Arbeit. Du hattest mehr zu tun. So. Okay. Festes gehen allmählich die Verstecke aus. Aloy, ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Da ist etwas im Gange. Hier auch. Alles leuchtet. Die Maschine, die hier Festes gebaut hat, sie muss fertig sein. Hat jetzt gerade... Was auch immer das ist, es ist sehr stark. Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Ich will zwar nichts sagen, aber... Soll ich jetzt zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Beta. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Es war schön, dass ich da jetzt rein kann, aber wenn jetzt ein explodiertes Teil... Nee, da soll ich nicht rein. Okay, ich dachte, dieses Stück Blech sorgt jetzt dafür, dass ich da nicht hinkomme. Kann ich denn überhaupt hier rein? Das verstehe ich jetzt nicht. In die Produktionskammer zurückkehren. Kriegen wir hin. Plasma.
Ja, natürlich. Hauptsache übertreiben. Ich habe aber kein Löschwasser. Klar, kann man mal machen. Oh, man kann... Wenn du nicht die richtige Munition nimmst, musst du 5 Millionen Jahre kämpfen. Alter, Gorilla Games. Ernsthaft. Ich hätte nie gedacht, dass ein niederländisches Studio irgendwann so zum Noob werden kann. Achso, da. So, mehr als genug im Vorrat. Jetzt muss ich mal alles wieder voll machen. Ja, das ist halt so eine Sache, die ich halt echt nicht verstehe, warum das immer gefühlt so brutal sein muss. Das war beim Vorgänger halt nicht der Fall und da habe ich so das Gefühl, das wäre voll die Sünde gewesen. Wir müssen die Bosskämpfe halt stärker, härter, brutaler machen, außer du hast die richtige, das richtige Ding dabei. Das ist irgendwie... Kann man es nicht so machen, wie man es will. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Das sage ich ganz ehrlich. Aloy, die Umgehung, der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Kompletten Verschmelzung.
Verschmelzung müssen wir hier festes, bösartigen Kot entfernen. Vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber Hauptsache sieht cool aus. Ich backe Müllers Kuh. Die Müllers Kuh macht Mu. Aus dieser Kuh, da mache ich einen Pudding. Yay. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Was? Oh, hallo, redundante Kopie. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Es hätte ja vorbei sein können, Eric, aber nein. Wohl besser. Zerquetscht diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Los, hinter mich. Komm schon! Los mit der Blödsinn! Das gibt ja Spaß los, oder? Was ist versprochen, Aloy? Na endlich. Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit. Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Lass du, Teufel, lass du! Halt sie auf! Ich seh sie nicht mal! What? Peter. Kampf, Katzin, Schwätzen, Katzin, Schwätzen, Katzin, Kampf, Katzin, Kampf, Katzin, oh Mann. Das ist irgendwie lame. Ah, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können... Hey, Aloy ist hier viel besser und cooler als die Genshin. Genshin ist auch eine Kopie, die kopieren nur. Ich war nicht sicher, ob Peter von mir erzählen würde. Und Genshin will ja auch keine actionreiche Geschichte erzählen, sondern nur das Geld aus den Leuten ziehen. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnenweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nein.
hat Genshin auch mal eine Zeit lang ganz gut gefallen. Bis ich gemerkt habe, es ist einfach immer nur das Gleiche. Da war mein Wille mit Genshin halt schon sehr am struggeln. Aber ich würde sagen, mehr bleibt nicht. Neues Zwischenziel. Ich beende jetzt mal kurz die Aufnahme, weil ich glaube, die nächste Cutscene wird wieder ultra lange. Ich habe mir da, glaube ich, ein bisschen spoilern lassen. Macht's gut, YouTube.